Text 21. Subversive Theorie. Die Sache selbst und ihre Geschichte. Von Johannes Agnoli. Ein Hörbuch in 15 Kapiteln. Im Wintersemester 1989-90 hielt Johannes Agnoli seine Abschiedsvorlesung an der FU Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Wilhelm Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin bis in die Gegenwart hinein, zeigt Agnoli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Sie hören heute Kapitel 4, gelesen von Jens Kornacker. Logos und Stasis, die Dialektik der Polis. Manchmal kommt die Subversion auf leisen Sohlen daher und die Geschichte hält erfreuliche Überraschungen bereit. Die Subversion kann selbst in entlegenen Kirchengemeinden beginnen, als unmerklicher Denkprozess. Auf einmal ist die Subversion verschwunden, stattdessen ist dann die Vernunft auf der Straße, und zwar massenhaft, millionenfach. Die Straße wird zur Tribüne des Volkes, steht als Vernunft gegen die Unvernunft der Herrschenden auf. Dass die Subversion im anderen Teil der deutschen Nation in den Kirchengemeinden begonnen hat, ist gewissermaßen eine weltgeschichtliche Wiedergutmachung angesichts dessen, was aus dem biblischen Mythos geworden ist. Das gilt nicht für Prometheus. Prometheus ist in der Überlieferung nicht umgekippt, nicht umgedreht, nicht verfälscht worden. Selbst im Siegeszug der Rationalität und des Logos im perikleischen Athen hat der Philosoph Demokrit 460 bis 371 vor Christus in Prometheus immer noch das Emblem der Absage an alle Herrschaft, an alle Göttermacht gesehen. Eva dagegen widerfuhr ganz anderes. Schon biblisch wurde sie als die Schuldige in dieser Angelegenheit abgestempelt. Das endgültige Urteil sprach dann der Apostel Paulus, der aus dem Emblem einer emanzipatorischen Subversion, das Symbol allen Übels, eine Art Urquell aller Sündhaftigkeit gemacht hat. Von Paulus wird noch zu sprechen sein, in Bezug nämlich auf die Stellung der Frau in der Antike. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er ein Saulus geblieben wäre. Wenn man sich in der Geschichte der Philosophie nach der Entwicklung der Ideen, der ideengeschichtlichen Perspektive und der Begriffe erkundigt, so widerfährt einem sehr Eigentümliches. Man hat den Eindruck, als ob die Ideen ihr eigenes Leben führen würden, als ob die Menschen nur, mit Marx gesprochen, deren Charaktermasken wären, Träger von Ideen, Träger von Geist, der sich selber bewegt, zu sich selbst kommt, aus sich heraus etwas findet, sich selbst erfindet. So sieht es aus, als ob sich die Ideen ganz ohne Bezug zur gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Wirklichkeit bewegen würden. Selbst in Windelbands von mir so geschätzten Geschichte der Philosophie, fraglos die beste, die es in deutscher Sprache gibt, und eine Problemgeschichte dazu, sind die Probleme des Denkens, die sich immer aufs Neue stellen, ein sich von sich selbst bewegendes Aggregat. Aus dem Problem X wird das Problem Y, und aus dem Problem Y von Aristoteles, das dieser nicht endgültig klärte, entsteht schließlich die postaristotelische Philosophie. Selbst die Philosophen haben also einen abstrakten und leblosen Charakter, sie sind im Grunde nichts anderes als Texte, deren Autor die Idee selbst ist. Das hätte man früher die Arbeit des Begriffs genannt, ein Wort, das von Hegel stammt und das meint, dass einem die Begriffe nicht aus heiterem Himmel von allein zufallen. Es ist die Aufforderung, ernsthaft zu lernen und zu studieren. Aber die Arbeit des Begriffs muss mit der wirklichen Entwicklung ins Verhältnis gesetzt werden. Erst dann ist man in der Lage zu verstehen, warum in bestimmten Epochen, in bestimmten Situationen der Weltgeschichte etwas Neues, etwas Innovatives entsteht oder auch Rückfälle eintreten. Involutionen zum Alten hin, Restaurationen bis hin zur vollendeten Reaktion. In der Wirklichkeit ist es ein weiter Weg von dem berühmten »Aus dem Himmel glaubten wir, würde Jupiter donnernd herrschen« bis zu dem Satz »Die Heroen sind nicht vom Himmel gesandt worden«. Ein weiter Weg, der nicht etwa so begangen wird,
dass der Glaube durch das Nachdenken besiegt, sondern der seine Wahrheit erst darin fand, dass die Könige entthront und geköpft wurden. Die Entthronung der Idee ist nur die ideelle Seite der Entthronung, die in der Wirklichkeit stattzufinden hat. Die Helden sind nicht aus heiterem Himmel gefallen, etwa weil die Menschen erkannt hätten, dass die Könige alles andere sind als von Gott. Es ist also mit einer langen Zeit der Kämpfe zu rechnen. Der Kämpfe, die im alten Griechenland begannen und die zunächst anhoben als Revolte des Adels gegen die allmächtigen Könige. Man könnte sagen, dies sei der Beginn des prometheischen Zeitalters gewesen, die dann sich weiterentwickelten zum Kampf der Aristokraten untereinander, um oder gegen die jeweilige Tyrannis, um schließlich einzumünden in den Kampf zunächst der Demoi gegen die Hegemonialherren, der am Ende dann, innerhalb des Demos und der einzelnen Demoi, sich fortbestimmte, zum Kampf der verschiedenen Interessen. Im Demos finden wir sie alle vereint, ohne die Könige und nicht in schöner Harmonie. Der Adel, das heißt die Grundbesitzer, sind noch da. Die Handwerker, die Hafenarbeiter und die Fischer sind da. Frauen, nein, die sind nicht da. Dieser lange Weg war eine permanente Stasis, wie es griechisch heißt. Warum aus dem Wort Stasis dann die Statik, also das Gegenteil, geworden ist, weiß ich nicht. Die Etymologen werden es wissen. Stasis meint Aufruhr, Aufstand. Zunächst also Stasis gegen die Könige, Stasis gegen den Tyrannen, Stasis gegen die Adligen, dann Stasis innerhalb des Demos, der verschiedenen Interessengruppen und Klassen gegeneinander. Es ist eine gewisse Ironie der Geschichte, oder wie Hegel sagen würde, es ist die List der Vernunft, dass im Verlauf dieser permanenten Stasis bestimmte Ideen und Vorstellungen, die eigentlich adligen Ursprungs waren, demokratisiert wurden. Man kann es wiederum die List der Vernunft oder die Arbeit des Begriffs nennen, die den umwälzenden, den subversiven Charakter in der politischen und sozialen Position bestimmter gesellschaftlicher Gruppen erkennt und weitertreibt. Die Isonomia, die politische Gleichheit, heute würde man von Rechtsgleichheit sprechen, war anfangs keineswegs eine demokratische Erfindung, sondern sie war als gleiches Prinzip das Kampfmittel gegen den Tyrannen, das heißt des Adels gegen die Könige. Das gleiche gilt für die Redefreiheit, auch sie ein Kampfmittel. Es war die Freiheit, sich offen gegen den Tyrannen auszusprechen, ihn in aller Öffentlichkeit zu denunzieren. Zu Prinzipien der Subversion sind sie erst später geworden. Eine vergleichbare List der Vernunft, eine ähnliche Ironie der Weltgeschichte haben wir in der berühmten Magna Carta Libertatum von 1215, die Frau Thatcher einmal als wichtigstes Dokument der Weltgeschichte bezeichnet hat. Wichtiger noch als die Erklärung der Menschenrechte durch die Französische Revolution. Ironie der Weltgeschichte, weil die Libertates, die hier verkündet wurden, keineswegs schon die Rechte des Freeborn Englishmen gegen die Krone waren, sondern, wie die Isonomia, zielten sie auf die Verwirklichung der Rechte der englischen Barone gegen den König, sich dem willkürlichen Befehl des Königs zu widersetzen, ihn gar abzusetzen. Dies allerdings war ein Vorgriff auf die Zukunft, weil die Magna Carta auch das Privateigentum vor willkürlichen Eingriffen seitens des Königs schützte und damit das Bürgertum überhaupt erst möglich machte. In England und im alten Griechenland tauchen Prinzipien auf, deren revolutionierender Charakter in der Politik nicht von Anfang an erkennbar war. Im Vorverlauf dieser Entwicklung muss festgestellt werden, dass Athen und Rom die gesellschaftlichen Laboratorien waren, in denen die politische Sprache der Gegenwart entstand. Selbst das Wort Politik stammt von der Politeia her, dem öffentlichen Leben. Die Polis ist dann die organisatorische Form dieses öffentlichen Lebens. Auch die Res Publica, das heißt die Republik, bedeutet nichts weiter als die öffentliche Sache. Und selbst die Kirche, die Ecclesia, die noch im Wort ekklesiastisch nachklingt, hat einen politischen Urgrund. Ecclesia war das griechische Wort für die Volksversammlung. Nun zu Paulus, zu seinem berühmten Wort, das in letzter Zeit von Teilen der katholischen Kirche immer wieder herausgestrichen wird. Die Frau habe in der Ecclesia zu schweigen. Das greift viel tiefer als die heutige Auslegung, dass die Frau vom Priesteramt fernzuhalten sei. Denn Ecclesia meinte damals noch nicht die Kirche oder Gemeinde, sondern die Volksversammlung. Und der Sinn des Paulus-Wortes geht also dahin, dass die Frau aus der höchsten Entscheidungsinstanz der Volksversammlung, die dann in der christlichen Zeit die Urgemeinde darstellte, auszuschließen sei. Auch die Terminologie des politischen und politologischen Alltagsgeschäfts, Aristokratie,
Monarchie, Oligarchie, Demokratie, stammt aus dem Griechischen und entwickelte sich im Laufe der Kämpfe. Es verhält sich keineswegs so, als ob irgendein Philosoph, und sei es ein Aristoteles, sich dazu aufgeschwungen hätte, die Herrschaftsformen aus eigenem Genie oder eigener Willkür begrifflich zu definieren. In der Politika hat Aristoteles vielmehr die zeitgenössischen Verfassungen und ihre tatsächlichen Probleme schlicht und einfach beschrieben und hat sie unter den Namen behandelt, mit denen sie selbst sich bezeichneten. Aristokratie, das ist die Herrschaft der Besten, und Oligarchie, die Herrschaft weniger. Monarchie ist die Herrschaft des einen, die Timokratie schließlich sollte die Herrschaft der Gesetze sein. An Begriff und Sache der Demokratie scheiterte Aristoteles, und daran zeigt sich, dass er in Wirklichkeit ein überaus konservativer Denker war. Die Demokratie definiert er in einer Weise, dass sie zu Deutsch Pöbelherrschaft heißen könnte, das heißt, er denunziert sie als die sogenannte Herrschaft der Straße. Aber auch die andere Seite muss bedacht werden. Wir leben in einer Republik, gewissermaßen voll aus dem Römischen. Wir haben in Berlin einen Senat, der ebenfalls römischen Ursprungs ist, dazu Plebiszit, Proletariat und Klasse. Interessant ist das Plebiszit, das zum Modewort der Basisdemokratie geworden ist. Die Zustimmung des Volkes, die zunächst nur auf die Plebs bezogen war. Nur die Plebs hatte das Recht, Plebiszite durchzuführen. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, das, was damals mühsam sich Bahn brach, keineswegs ein historisches Gut ist, das heißt Gut nur für Historiker wäre, sondern es ist zum Bestandteil des Alltagslebens der Gegenwart geworden. Das alles zum Vorverständnis der erstaunlichen Tatsache, dass das Denken in Griechenland gewissermaßen als Subversion begann, allerdings nicht dergestalt, dass kluge Köpfe subversive Gedanken ausgebrütet hätten. Die Subversion musste eine Tatsache der gesellschaftlichen Wirklichkeit sein, bevor sie zur philosophischen Tendenz werden konnte. Die wirkliche Umwälzung der Tradition ist dieser Denkarbeit vorgelagert, ist ihre Voraussetzung, die theoretische Anstrengung selbst ist Folge bereits veränderter Verhältnisse. Gleichwohl verhält es sich keineswegs so, dass die Frage nach dem Primat auch in jedem einzelnen Fall eindeutig entschieden werden könnte, ob zunächst subversives Denken etwas in Bewegung brachte oder umgekehrt. Ob die Wirklichkeit, einmal in Bewegung gebracht, dazu führte, dass die klugen Köpfe damit begannen, anders zu denken. Der Grund dessen ist eben die Stasis, also das, was Heraklit meinte, als er die berühmt-berüchtigt gewordene Sentenz formuliert, der Konflikt und nicht der Krieg ist der Vater aller Dinge. In der Tat war der Konflikt innerhalb der je konkreten gesellschaftlichen Situation stets der Stachel neuer Denkweisen. Die Stasis also, der permanente Aufruhr in griechischen Stadtstaaten, war die fundamentale Bedingung für die Entwicklung des subversiven Denkens. Nicht von ungefähr fanden Platon und Aristoteles in der Stasis im Prinzip Aufruhr, stets den Grund allen Übels, und sie schrieben ihre Politeia, der eine ihre Ta Politica, der andere in dem Versuch, aus dem Zustand dieser permanenten Unruhe herauszukommen und eine politische Ordnung zu finden, die in sich selbst die Garantie dafür bieten sollte, dass es in Zukunft nie wieder zu einer Rebellion und zur Störung der Ordnung kommen sollte. Die Frage, ob Platon subversiv dachte, lässt sich in einer Minute abhandeln. Er gilt zwar als einer der Urahnen des Kommunismus, aber nur deshalb, weil die marxistischen Historiker sich immer zu große Mühe gegeben haben, Urahnen zu finden, um sich geschichtlich zu legitimieren. Aus keinem anderen Grund. Die Ta Politica des Aristoteles ist das Grundbuch der Politik, und es ist über weite Strecken in Wahrheit ein Traktat zur Verhütung von Umsturzversuchen. Alle klugen Köpfe sind in Bewegung, allerdings nicht nur durch die innere Situation, sondern auch durch die äußere Lage zuerst des Krieges gegen die Perser, dann durch die Situation, die sich nach dem Sieg ergab. Es ergab sich eine wirtschaftliche Blüte, die zum Teil der Grund des kurz darauf einsetzenden, unerhörten kulturellen Aufschwungs war. Das perikleische Zeitalter gilt als eine der faszinierendsten Epochen der Kulturgeschichte. Dass man überhaupt anfängt zu denken, führt nur nicht dazu, dass dieses Denken nun Unbotmäßiges produziert, sondern dies gründet auch darin, dass sich aus wirtschaftlichen, internationalen und gesellschaftlichen Gründen neue Zentren bilden, Zentren einer dann auch politischen Kultur neuen Typus, nämlich der Demokratie. Gemeint ist die Demokratie des Perikles. Perikles herrschte von 461 bis 429 und er war der Anführer der radikalen Demokraten.
Auf die radikale Athener Demokratie werde ich nachher noch kurz zu sprechen kommen. Dass sich das politische Denken in einer umwälzenden, unbotmäßigen Richtung entwickelt und wahrhaft stattfindet, liegt schon politisch in der Ablösung der Adelsvorherrschaft im Zuge des Einbruchs der Demoi in die Politik begründet. Eine Folge der Siege über die Perser. Die große Reform des Kleisthenes im Jahre 507, 7 Jahre vor der Geburt des Perikles, war das auslösende politische Moment dieser Umwälzung. Im Grunde bestand seine Reform in etwas sehr Einfachem. Was er erreichen wollte, war, obwohl er selbst, wie übrigens auch Perikles, zur Aristokratie gehörte, dass das Volk mit seinen Repräsentanten zwar in der Agora unmittelbar auf dem Marktplatz zusammenkam, dass sich das Volk von Athen aber sogenannte Fraktionssprecher wählte. Der Name dieser Fraktionssprecher ist in Misskredit geraten. Es waren die Demagogoi, die Demagogen. Woher ihr schlechter Ruf kommt, ist nicht recht ersichtlich. Denn wenn die Demagogen schlecht sind, dann müssten es die Pädagogen auch sein. Erstaunlicherweise macht man diesen Unterschied aber nicht. Kleisthenes wollte die Vorherrschaft, die Hegemonie des Adels dadurch zerschlagen, dass er an die Stelle des Familienverbandes einer qualitativen Größe die reine Quantität setzte. Dies war vielleicht der erste Schritt zur Demokratisierung der politischen Entscheidungsprozesse. Er teilte Athen in gleich große Phylen ein, die später dann Demos hießen, die quer durch die Familienverbände gingen und damit deren Vormacht zerstörten. Damit war der Weg frei, dass in der Phyle, weil die Familienverbände entmachtet waren, der Demos, das Volk selbst, unmittelbar zur Sprache kommen konnte. Demos bedeutete zunächst gar nicht Volk. Es war vielmehr die geografische wie gesellschaftliche Bezeichnung einer Bevölkerungsgruppe. Geografisch insofern, als der Demos die räumliche Verortung dieser Gruppe bezeichnete. Am treffendsten würde man auf Berlinerisch den Demos wahrscheinlich mit Kiez oder Milieu übersetzen. Die Herrschaft des Demos ist also nicht die Herrschaft des Volkes, sondern die Herrschaft der vielen Kieze. Die Isonomia, aller Freien allerdings nur nicht der Sklaven, hatte noch eine andere Wirkung. Erstens hatte die Zerschlagung der Familienverbände durch Kleisthenes dazu geführt, dass soziale Bindungen zerschlagen wurden, die naturgegeben zu sein schienen, dass also der lebendige Organismus der Familie seine vergesellschaftende, politisch und sozial organisierende Eigenschaft verlor. Diese Funktion büßte sie nun ein und machte den einzelnen Menschen Platz. Daraus wird ersichtlich, dass aus dem Prinzip der Isonomia aller Freien, aus dem Prinzip also, dass alle Freien unter sich gleich sind, erst die Möglichkeit entsteht, aus der naturhaften Umklammerung des Familienverbandes, aus den Überresten mythischer Umklammerung, aus der Natur herauszutreten und seiner selbst als Mensch, als Subjekt seines eigenen Wertes bewusst zu werden. Man kann also sagen, die Isonomia führte dazu, dass diese Freien an die Stelle der Natur, die in der Philosophie bis dahin das Zentrum des Denkens besetzt hielt, das Wasser ist das Prinzip aller Dinge, sagt Thales, nun den Menschen selbst in den Mittelpunkt stellten. Nicht mehr die Natur ist die wesentliche Sache des Denkens, sondern der Mensch selbst. Der sogenannte Anthropozentrismus wird aus dem Geist aller Freien geboren. Die Sophisten können daher keineswegs als die Vertreter oder gar die Begründer der Demokratie gelten. Sie sind vielmehr die Denker einer Demokratie, die ihre Philosophie überhaupt erst möglich gemacht hat. Natürlich ist hier von der Athener Demokratie die Rede, denn die Sophisten waren tatsächlich die Philosophen und Wanderlehrer dieser Demokratie. Die Prinzipien der Demokratie von Athen, die auch die Gründe ihres Untergangs sein werden, sind bekannt. Das Volk ist der Souverän, der sich in der Agora trifft, auf dem Markt, das alles beherrschende Prinzip ist das der Öffentlichkeit, alles wird unter aller Augen verhandelt. 3 politische Fundamente also Athens: Ecclesia, Agora, Öffentlichkeit. Unter Perikles dann erfolgte die Öffnung der höchsten Gerichtsbarkeit auch für die Unterschichten. Perikles versuchte gerade ihnen, die Beteiligung an der Ecclesia zu ermöglichen. Die unteren Schichten bestanden aus Handwerkern, Hafenarbeitern und Fischern, für die der Besuch der Volksversammlung mit einem Verlust an Lohn oder an Gewinn verbunden war, ganz im Gegensatz zum Adel. Perikles versuchte das mit einer bis heute praktizierten Methode zu beheben. Er erfand die Diäten. Wer nicht über Eigentum verfügte und von der eigenen Hände Arbeit leben musste, erhielt für jeden Tag der Volksversammlung eine Bezahlung, eine Diät. Subversiv ist das allerdings nicht. Das Problem lag aber darin, dass die Demokratie von Athen eine Polis der gleichen Freien war.
eine Polis nicht der Gleichen und Freien, sondern der Freien, die unter sich blieben, die nur unter ihresgleichen gleich waren. Isonomia war nicht etwa ökonomisch gemeint, sie bedeutete nicht, wie in Sparta, wirtschaftliche Gleichheit, sondern politische Freiheit und Redefreiheit, das heißt die Freiheit der politischen Argumentation. Die Freien, das waren nicht nur die Reichen, die Gutsbesitzer, sondern auch die Handwerker, die Hafenarbeiter und die Fischer. Im Grunde ist das Prinzip richtig, dass in einer Demokratie nur freie Menschen entscheiden dürfen. Das Prinzip stimmt, aber seine Verwirklichung schloss die Frauen, die Metöken, das heißt die Gastarbeiter und die Sklaven aus dem Kreis der Freien aus und damit aus den Wohltaten der Isonomia. Dass Frauen, Metöken und Sklaven aus der Ekklesia ausgeschlossen waren, ist der Athener Demokratie oft angekreidet worden, und zwar nicht ohne komische Nebentöne. So gibt es einige Werke des 19. Jahrhunderts, die zwar von der perikleischen Demokratie lobend sprechen, doch immer mit dem Einwand, wirkliche Demokratie habe es nicht gegeben. Denn die Frauen seien eben aus der politischen Entscheidung ausgeschlossen gewesen. Gerade so, als hätte es im 19. Jahrhundert ein Frauenwahlrecht gegeben. Dass die Metöke ausgeschlossen wurden, obwohl sie Steuern zahlen mussten, dies zu bemängeln wäre nur dann berechtigt, wenn es hierzulande das Ausländerwahlrecht gäbe. Mit anderen Worten, aus der Athener Demokratie waren genau die Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen, die noch lange nach dem Durchbruch der parlamentarischen Demokratie im Westen politisch rechtlos blieben. Die Konsequenz war, dass Athen zwar eine freie Gesellschaft darstellte, jedoch eine ausgesprochen geschlechts- und klassenspezifisch geschlossene, eine homoerotisch-männliche Gesellschaft. Das festzuhalten ist wichtig, weil gerade gegen die exklusive Reduktion der Isonomia auf die Männer sich damals schon kritische Stimmen erhoben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Athen nicht nur eine Gesellschaft der gleichen Freien war, sondern, im anderen Sinn des Wortes, eine Gesellschaft der Freigestellten, der Arbeitslosen nämlich. Eine Gesellschaft, in der die Handwerker, Hafenarbeiter und Fischer zweifellos Lohnarbeiter waren. Aber dies soziale Schicksal betraf nicht die sogenannten Träger der Kultur und nicht die Demagogoi, die gewählten Sprecher des Volkes. Sie gehörten allesamt zu den besitzenden Klassen. Die Schöpfer des kulturellen Reichtums lebten im Zustand der Arbeitslosigkeit, ein Leben, das nicht nur nicht als Mangelzustand betrachtet wurde, sondern vielmehr als die spezifische Form des gesellschaftlichen Glücks. Die Athener Demokratie war eine Gesellschaft der Sklavenhalter, was leicht gesagt ist, aber differenzierter betrachtet werden sollte. Friedrich Engels hat sich einmal, vielleicht etwas zu grob, über die, an sich durchaus berechtigte, Lobpreisung der griechischen Kultur lustig gemacht. Diese Herren, diese Kulturmenschen, Jakob, Burckhardt zum Beispiel, seien so sehr von der Größe der griechischen Kultur, Kunst, Literatur, Dichtung, Philosophie fasziniert, aber sie wollten nicht wissen, dass all diese Künstler, Philosophen, Dichter, Denker und sonstigen Literaten nur deshalb so gut leben konnten, weil Sklaven ihnen das Land bebauten. Es handelt sich im Falle Athens also nicht um eine Sklavenhaltergesellschaft in einem bloß abstrakten Sinne, die jedoch nicht verwechselt werden darf mit der Sklavenhaltergesellschaft des nordamerikanischen Südens, den berüchtigten Baumwollplantagen. Hier war der Sklave ein beliebig auswechselbares Werkzeug, während der Sklave der griechischen Antike als kostbares Gut betrachtet wurde. Demokrit sagte immerhin, gebrauche den Sklaven als ein Glied deines Körpers. Es herrschte also eine andere Auffassung vom Sklaven als später. Eines aber stand fest, nicht nur bei Aristoteles, sondern im allgemeinen Denken. Der Sklave war eine Sache, er galt nicht als Mensch. Doch in Wirklichkeit war diese Sklavenhaltergesellschaft noch etwas anderes. Denn das berühmte Prinzip des Wahren, Schönen und Guten war überhaupt nur denkbar, weil es sich im Kern nicht um eine Sklavenhaltergesellschaft handelte, sondern um eine von Sklaven getragene und am Leben erhaltene Gesellschaft der gleichen Freien. Sokrates empfand es als skandalös, dass die Sophisten, aber war er nicht auch einer, gegen Geld bereit waren zu lehren, was Tugend sei. Er hatte gut reden, gehörte er doch auch zu denen, die nicht zu arbeiten brauchten. Das eigentlich Skandalöse, das heißt das für die Geschichte der Subversion eigentlich Interessante, für das griechische Bewusstsein war, dass die Philosophen nicht nur philosophierten, nicht nur von Gastmahl zu Gastmahl spazierten, um kluge Gespräche zu führen, sondern dass sie gegen Entgelt Philosophie lehrten, das heißt im Volke die Weisheit gegen bares Geld verkündeten. Auch hier eine Eigentümlichkeit.
Noch in meiner Studienzeit war es gang und gäbe, und daran wird sich wohl nichts geändert haben, über die Sophisten schon deshalb abfällig zu sprechen, weil sie Wahrheit gegen Geld feilboten. Als ob dies heute unter der Würde eines Professors der Philosophie liegen würde. Der Skandal bestand eben darin, dass die Arbeit, die handwerkliche oder gar die landwirtschaftliche Arbeit, als etwas Negatives aufgefasst wurde. Nicht etwa, dass der Gedanke an sich schon falsch wäre, denn dass Arbeit im Grunde ihres Wesens eine menschenunwürdige Plackerei ist und dass der ideale Zustand der Gesellschaft nur darin liegen kann, das Maß der gesellschaftlich notwendigen Arbeit auf ein Minimum zu reduzieren, das ist so altbacken wie unumstößlich wahr. Aber nicht derart auf ein Minimum zu beschränken, das Mindestmaß reserviert wird für einen Teil der Bevölkerung, während der andere in Muße seiner schöpferischen Tätigkeit obliegen kann. Die gerechte Verteilung der Arbeitslosigkeit, das wäre etwas ganz anderes als das, was im antiken Griechenland gesellschaftlicher Usus war. Der Durchbruch vom Mythos zum Logos, zum Denken, nahm eine lange Zeit in Anspruch. Eine Zeit der Umwälzung. Aber es war keine Zeit des gesellschaftlichen Bruchs. Der Übergang im Denken vollzog sich durchaus allmählich, stillschweigend und subversiv. Die Theorie war schon am Anfang umstürzlerisch, wenn auch befangen in der Naivität des ursprünglichen Denkens. Doch in Griechenland gab es keinen Bruch in den Produktions- und Reproduktionsverhältnissen. Die Veränderungen fanden nur in der Politik, mit den Mitteln der politischen Reform statt. Hierin liegt einer der Unterschiede zur römischen Entwicklung, in der es zu einem harten Bruch zwischen der alten römischen Bauernrepublik, die nahezu ohne Sklaven auskam, und der späteren Klassenwirtschaft, die sich erst nach den Siegen über Karthago herausbildete. In Griechenland fand allerdings eine Revolution des Bewusstseins statt, die mit der Kosmogonie, das heißt der Theorie des Kosmos, der Erklärung der materiellen Wirklichkeit begann. Die Kosmogonie war ein Jahrhundert vor Perikles das eigentliche Interesse des Denkens. Demokrit etwa sagte von der Zeit, dass es überhaupt keinen Ursprung oder Anfang der Weltentwicklung gegeben habe, denn die Zeit war immer da. Das war eine kühne, geradezu spekulative und metaphysische Abschaffung der Götter mit den Denkwerkzeugen der Naturphilosophie. An die Stelle der Schöpfung trat die natürliche Evolution, eine materialistische Theorie übrigens, die immer wieder bis hin zu Immanuel Kants Auffassung der Entstehung der Welt und des Kosmos aufgegriffen wurde. Aber das war natürlich keine Subversion im politischen Sinne. Die Vorsokratiker haben die ganze Gedankenwelt in Bewegung gebracht, insofern also umstürzlerisch gewirkt, aber sie haben gewissermaßen auf einem neutralen Boden der Naturwissenschaften gearbeitet. Etwas anders verhält es sich mit zweien unter ihnen, die nicht nur beim Versuch der philosophischen Systematisierung der Wirklichkeit subversiv dachten, sondern die von vornherein zwei Töne anschlugen, die in der weiteren Geschichte der Subversion immer wieder hörbar werden. Der eine Ton ist der materialistische, der andere der idealistische. Der Kampf zwischen Geist und Materie, zwischen Idealismus und Materialismus, beginnt mit dem Anfang der Philosophie. Vielleicht ist die Philosophie nichts als eben dieser Kampf. Anaxagoras war der eine, Demokrit der andere. Von den Athenern der Gottlosigkeit angeklagt, mussten sie beide ins Exil. Anaxagoras ist der eigentliche Erfinder des Idealismus, und es ist eine allerdings verblüffende Erscheinung, dass zu einer Zeit, als seine philosophierenden Kollegen sich darüber stritten, ob das Wasser oder das Feuer oder die Luft, ob alle drei Elemente zugleich, ob die Bewegung oder das absolute Sein das Prinzip der Welt darstellte, dass Anaxagoras in diesem historischen Augenblick das Prinzip der Wirklichkeit im Nous fand, im unendlichen Denken, dem er das Privileg zubilligte, die Einheit, die er durchaus als Einheit der Widersprüche dachte, zu repräsentieren. Als erster Idealist war Anaxagoras zugleich der erste Dialektiker der Geschichte, der den Dualismus im wirklichen Zusammenhang von Sein und Materie sah. Ob das Gottlosigkeit war, wie seine Zeitgenossen meinten, darf bezweifelt werden. Jedenfalls gibt es eine christologische Interpretation des Anaxagoras, die besagt, er habe mit dem Nous nichts anderes gemeint als den alleinigen und allmächtigen Gott. Man könne also folgern, er sei nicht gottlos gewesen, für die Griechen jedoch war auch der Monotheismus ein Gräuel. Anders Demokrit, der Begründer der Atomlehre, der Erfinder des Begriffs Atom überhaupt. Für ihn war die Wirklichkeit nichts weiter als eine durch bestimmte Bedingungen oder auch Zufälle bewirkte Zusammensetzung von einzelnen Atomen. In einem Punkt war er Anhänger des Heraklit, von dem die Worte »Der Konflikt ist der Vater aller Dinge« und »Alles fließt« stammen. Dieses Prinzip des Heraklit
wurde von Demokrit aufgegriffen und auf die Atomlehre übertragen. Er war einer der ersten Philosophen, die sich ihrer gesellschaftlichen Bedeutsamkeit durchaus bewusst waren. Lieber einen einzigen Beweis finden, als König der Perser sein, wie in den Fragmenten der Vorsokratiker nachzulesen. In seinem Beweis meldet sich schon der Materialismus als Dialektik an. Im Anschluss an Heraklits Auffassung von der Bewegung und der Entwicklung als den Grundelementen der Wirklichkeit, sagt Demokrit, dass das Nichts eher entstanden sei als das Ichts. Das Nichts und das Ichts, das sind griechische Wortspielereien, die man schlecht ins Deutsche übertragen kann. Noch lange vor Hegels berühmtem Satz also, dass das Sein das Nichts sei, entdeckt Demokrit, dass das Nichts die Daseinsvoraussetzung des Wirklichen ist. Erst die Leere, sagt er zu Recht, erst das Nichts ermöglicht überhaupt die Bewegung der Atome, die Konstitution von Wirklichkeit. Zum ersten Mal erscheint hier in sehr roher Fassung noch der Gedanke, dass die Negation der eigentliche Ausgangspunkt der Wirklichkeit sei, ein Gedanke, der auch politisch nicht ohne Bedeutung blieb. In dieser Welt, sei es der idealistischen des Nous oder sei es der materialistischen der Atome, besteht kein Bedarf an Göttern. Wo allerdings die Götter keinen Platz mehr haben und die Naturgewalten sich entweder im Spiel der Atome oder im alles durchdringenden Wirken des Denkens auflösen, da finden auf einmal die Menschen ihren Platz. Schon die prometheische Eroberung des Feuers war diesen Philosophen das Signal, dass der Mensch in seine Menschlichkeit eingetreten ist, dass er sich als Subjekt erkennt. Demokrit selbst sagt, der einzelne Mensch ist ein Mikrokosmos, und das heißt, der einzelne Mensch repräsentiert, das Individuum trägt praktisch die ganze Welt in sich. Die Gewinnung des Feuers wurde mit einem Begriff bezeichnet, der bis auf den heutigen Tag gilt, der die gesamte Problematik der Beziehung zwischen Mensch und Natur umfasst. Sie wird zur Technai, zur Erfindung. Die Übersetzung des prometheischen Mythos in die neue Sprache der Philosophie, die Technai, ist entdeckt, der Mensch kann sein Leben selbst gestalten. Bei den Sophisten erscheint der Anthropozentrismus auf der Bühne der Weltgeschichte, sie sind die wahren Philosophen der Entgötterung der Welt. Wanderlehrer waren sie in einer Demokratie, in der die Redekunst, die Technik der Argumentation wichtig war, und sie waren Wanderlehrer in einem Gemeinwesen, in dem auf einmal nicht mehr irgendein von Gott gesandter König, nicht mehr der Adel, der im Grunde den Göttern ebenfalls verbunden war, das Sagen hatte, sondern der schlichte, einfache und gleiche Mann. Sie hatten ein eigentümliches Schicksal, denn es ist üblich geworden, die Sophisterei im Sinne der Erschleichung eines Beweises, der Vortäuschung falscher Tatsachen, der üblen Tricks und des Betrugs zu reden, und es hat lange gedauert, bis dieses Urteil korrigiert wurde. Hegel war wohl der Erste, der in den Sophisten nicht Meister der Wortverdrehung erblickte, sondern die Vertreter der altgriechischen Aufklärung par excellence. Mit anderen Worten, was die Aufklärung in neuerer Zeit mit den Traditionen des Mittelalters tat, gründlich aufräumen, das taten die Sophisten mit Zeus und seiner Götterfamilie. Gewiss, die griechische Aufklärung ist nicht die europäische, das musste Hegel übersehen, weil er Idealist war. Die europäische Aufklärung, das heißt die Französische Revolution, war klassenpolitisch mit dem Aufstieg der Bourgeoisie verbunden und ökonomisch mit dem Beginn der grandiosen Entfaltung der kapitalistischen Produktionsweise. Die griechischen Aufklärer hatten ihre politische Lebensform schon vorgefunden, ganz im Gegensatz zu den französischen, die diese Form, das heißt die bürgerliche Demokratie, erst herstellen mussten. Die Wirklichkeit der Griechen war charakterisiert lediglich durch den Wandel der politischen Form, nicht aber durch die Änderung der ökonomischen Basis, der Produktionsweise. Was die Sophisten dagegen geleistet haben, ist in der französischen Aufklärung nur ansatzweise zu finden, bei Voltaire vielleicht, bei Diderot schon weniger. Die Sophisten haben zwar mit dem Logos gearbeitet, sie haben den Primat des Denkens betont, doch haben sie es zugleich auch frei verfügbar gemacht. Der Logos ist nicht allein freigesetzt worden, sondern er wurde gleich wieder an bestimmte Interessen, Gruppen und Parteiungen zurückgekoppelt. Das eigentliche Problem der Sophisten war daher nicht ihre angebliche Sophisterei, sondern vielmehr, dass sie den Logos zwar emanzipierten, aber ihn zugleich für die Begründung und Rechtfertigung aller möglichen Positionen verpflichteten. Das war schon im Prinzip der Redefreiheit enthalten, bedeutete sie doch auch, alles und jedes begründen zu können. Es kam also auf die Freiheit und auf die Fähigkeit des Argumentierens an, bis hin zur radikalen Relativierung aller überlieferten Werte.
Gerade die Tatsache jedoch, dass der Logos verfügbar gemacht wurde, bringt es mit sich, dass keinesfalls behauptet werden kann, die Sophisten seien per se subversive Denker gewesen. Es gab vielmehr in der Möglichkeit der verfügbaren Parteinahme das, was ich als Eversion bezeichnet habe, als das gerade Gegenteil der Subversion. Dass also die Sophisten nicht nur daran interessiert waren, auf der Seite der Mächtigen zu stehen, sondern selbst Macht auszuüben. Es drehten Gestalten auf wie Thrasymachos oder Kritias, die das Recht des Stärkeren verteidigen. Antidemokratisch eingestellt trachteten sie nach der Restauration der Adelsherrschaft. Kritias wurde dann selber nach dem Ende der perikleischen Ära zum Tyrannen von Athen. Anders die anderen Sophisten, Protagoras 481 bis 411, vor allem und in einem geringeren, aber zerstörerischen Sinn Georgias 485 bis 380, das heißt destruktiv im Sinne der Definition von Subversion als Umsturz und Zerstörung. Protagoras war, wie Anaxagoras und Demokrit, mit Perikles verbunden, daher die Verknüpfung zwischen Philosophie und Politik in der perikleischen Ära. Protagoras hat wohl am stärksten argumentativ gewirkt, hat auch als Lehrer den größten Erfolg erzielt. Deshalb war Protagoras der eigentliche Gegenspieler des Sokrates. Zu beachten ist, über Erfolg entscheidet immer die Agora, der Marktplatz. Eine in der Agora stattfindende Politik erfordert in der Tat die Verfügbarkeit des Logos, denn sie verlangt, dass jede Partei, jede Interessengruppe ihren Demagogos findet, ihren berufenen Sprecher, der in der Lage ist, mit den anderen in aller Öffentlichkeit zu diskutieren und sich durchzusetzen. Öffentlichkeit war das Lebenselement schlechthin. Heute ist es bekanntlich anders. Wenn die Parteien heute wichtige Fragen zu entscheiden haben, heißt es stets, man solle die Differenzen nicht auf dem Marktplatz austragen, während der wirkliche Sinn der Demokratie darin liegt, eben dies zu tun. Agora und Demokratie verlangen jedoch nicht nur öffentliche Rede und Gegenrede, sondern tatsächlich den Anthropozentrismus, denn auf einmal werden nicht mehr die Probleme der Naturerkenntnis diskutiert, sondern die der Gesellschaft. Die in der Volksversammlung vereinten Demoi der Athener Polis hatten nicht über religiöse Fragen über Gott und die Welt, über die Natur zu entscheiden, sondern über Steuergelder, über Krieg und Frieden, über die Eroberung oder Nichteroberung anderer Länder. In dieser Situation, in der Beteiligung an der Politik, erkennt der Mensch sich selbst als Subjekt, als selbstbestimmt. Daher der Anthropozentrismus. Es sind nicht mehr Gott noch König, die über das Schicksal des Gemeinwesens zu befinden haben, sondern eine jede Stimme zählt, one man, one vote gewissermaßen. Der Mensch ist hier das Maß aller Angelegenheiten des Gemeinwesens, daher das berühmte Homo Mensura des Protagoras, der nicht nur historisch geworden ist, der Geschichte gemacht hat. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, derjenigen, die sind, dass sie sind, derjenigen, die nicht sind, dass sie nicht sind. Mit anderen Worten, der Mensch entscheidet, was existenziell wichtig, was existenziell wirklich ist. Die Entscheidung über die Wirklichkeit einer Sache wird in Ansehung des Menschen getroffen, in Ansehung der Beziehung der Sache zum Menschen und des Menschen zur Sache. Damals war dies in der Tat ein Gedanke, der die Welt erschüttern konnte. Der Mensch war nicht länger ein Spielball der Ananke, der Notwendigkeit, des Schicksals, sondern er wurde zum Mittelpunkt der Welt. Homo Mensura also. Neulich verfolgte ich im Fernsehen die Diskussion einiger junger Leute, von denen einer mit großem Ernst sagte, er habe doch einige Zweifel, ob der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung sei. Nun, ich teile diesen Zweifel, weil ich nicht an die Schöpfung glaube. Doch die Frage muss gestellt werden. Ich habe darüber mit Reinhold Messner, dem Bergsteiger, diskutiert, der sagt, dass der Mensch natürlich nicht die Krone der Schöpfung sei. Vielmehr beginne sie mit den Achttausendern. Das Eigentümliche ist, sagte ich darauf, und das finden wir bei Protagoras, dass der Mensch entscheidet, ob die Achttausender die Krone der Natur sind. Die Natur weiß das gar nicht, die Berge auch nicht. Das ist also der Sinn des Wortes, der Mensch sei das Maß aller Dinge, die sind, dass sie sind, und all der Dinge, die nicht sind, dass sie nicht sind. Und es muss auch, dies nur zur ökologischen Frage, festgehalten werden, dass die Natur den Menschen keineswegs braucht, während der Mensch allerdings die Natur braucht. Aber ebenso gilt natürlich, nur der Mensch weiß das. Die Natur hat keine Ahnung davon. Wiederum eine Zentrierung auf den Menschen hin.
Nicht nur die Zentrierung der Wirklichkeit auf den Menschen war es, was die Lehre von Protagoras ausmachte, genauso wichtig für die Politik, das heißt für das Überlieferte zersetzend, war die Entthronung des Absoluten, die Entthronung des sokratischen Prinzips, dass die Tugend erkennbar sei, dass sie etwas Absolutes sei, unabhängig vom Willen und von den Interessen des Menschen, und dass als absolutes, vom Menschen autarkes Gut die Tugend erlernt werden müsse. Erst dadurch könne der Mensch das absolute Wissen des Guten und Bösen erlangen und ebenfalls gut werden. Dagegen setzte Protagoras das Prinzip, die Tugend müsse immer in Relation zu bestimmten Interessen gesehen werden, zu bestimmten Zwecken und Zielen, dass schließlich die Tugend vor allem in Relation zu sehen sei, zu den Gefühlen der Lust und Unlust, die sie auslösen kann. Protagoras vertritt also eine sehr materialistische Auffassung der Tugend, aber das war nicht das Wichtigste. Was die Überlieferung eigentlich durcheinanderbrachte, war, dass diese Rückkopplung der Tugend, die an sich eine Binsenweisheit ist, ein weltliches und alltägliches die Relativierung des Wertesystems nach sich zog. Das bedeutet für Protagoras, dass nicht auszumachen ist, was gut, was tugendhaft ist und was nicht, und dass es möglich sei, etwas, das keineswegs als tugendhaft erscheint, als tugendhaft auszugeben und durchzusetzen. Er meinte das nicht nur mit Blick auf die Tugend, sondern in einem viel gefährlicheren Sinn, in Bezug auf die Überlieferung. Er mache sich anheischig, so sagt er, die schwächste Sache durch die Rede zur stärksten zu machen. Was die Kunst der Rhetorik impliziert, haben Kritias und Thrasymachos, die konservativen Sophisten, ganz richtig erkannt. Zu Recht sahen sie in diesem Satz ein gesellschaftspolitisches Moment, weil sie das Motiv heraushörten, es wäre ebenso möglich, die gesellschaftlich Schwächeren zu den Stärkeren zu machen und damit den Adel restlos zu entmachten. Sie bezeichneten die Position des Protagoras daher als naturwidrig, denn als Konservative konnten sie unter Natur immer nur das Recht des Stärkeren verstehen. Wenn Protagoras also sagt, es sei möglich, aus dem Schwächeren den Stärkeren zu machen, so liegt darin in der Tat eine Gefahr für die überlieferte Ordnung. Gorgias geht noch einen Schritt weiter. Bis zur Auflösung nicht nur aller Ordnung, sondern aller Stabilität des Denkens überhaupt. Insofern ist Gorgias der erste wirkliche Sophist im landläufigen Sinne. Für ihn bleibt dem Ergebnis seiner Erkenntnistheorie wirklich nur die reine Kraft der Argumentation übrig. Alles andere ist verfügbar, kann ausgetauscht werden. Die Argumentation des Gorgias mutet im Einzelnen relativ einfach an. Man kann daran zeigen, wie ein festgefügtes System durch das Denken destabilisiert wird. Gorgias macht den berühmten doppelten Dreischritt. Erstens, es ist nicht zu unterscheiden, ob etwas sei, der Mensch kann also nicht entscheiden, ob etwas überhaupt wirklich ist. Zweitens, ebenso wenig ist zu entscheiden, ob etwas nicht sei. Drittens, desgleichen ist nicht zu entscheiden, ob etwas sei und zugleich nicht sei. Das war die spekulative Grundlage seiner eigentlichen Erkenntnistheorie, die dann in den offenen Skeptizismus mündete, nämlich, erstens, es ist unmöglich, etwas angemessen zu erkennen, zweitens, wenn der Mensch etwas adäquat erkennen kann, dann ist er nicht in der Lage, es richtig mitzuteilen, drittens, wenn er es adäquat mitteilt, ist niemand in der Lage, es adäquat zu verstehen. Da bleibt in der Tat nur die Redekunst, nur das Erlernen der reinen politischen Argumentation übrig. Diese Zersetzung jedweder Tradition hatte noch ganz andere Folgen, denn sie war mit der Auflösung der Gesellschaftsform der Polis und mit dem allmählichen Untergang der attischen Kultur verbunden, nicht in einem modernen, das heißt gesellschaftspolitischen Sinn, sondern im Sinne eines neu entstehenden, gewissermaßen internationalen Zusammenhangs, in dem die Polis keine Rolle mehr spielen sollte, in dem sie mit dem Verlust ihrer internationalen Macht auch ihre Kulturfähigkeit verlor und einer ganz anderen Kultur und Philosophie Platz machen musste. Aber die Auflösung der überkommenen Ordnung durch die Sophisten hatte Folgen, die in einem tieferen Sinne als subversiv gelten müssen, als subversiv im Sinne der Definition von Marx. Denn wenn die alte Ordnung nicht mehr gilt, wenn es Gorgias gelingt, sie ad absurdum zu führen, gar ins Lächerliche zu ziehen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, eine andere Ordnung an ihre Stelle zu setzen. So wird der Gedanke der Isonomia radikalisiert und in einer Perspektive vorangetrieben, die eher heutigen Vorstellungen entspricht. Hippodamos aus Milet und Phalias aus Chalkedonien waren zwei wichtige Vertreter der sogenannten linken Sophisten. Sie lebten um die Wende zum 4. Jahrhundert hin. Hippodamos war Architekt
und er hat unter anderem einen ausgeklügelten Plan zum Städtebau hinterlassen. Ausdruck seines Bemühens, durch die Einteilung der Stadt in bestimmte, in sich abgezirkelte und sich selbst genügende Bezirke sein großes Ziel zu erreichen, die Auflösung aller Ungleichheit. Hippodamos und Phalias verdienen es deswegen, als linke Sophisten bezeichnet zu werden, weil sie die Isonomia materiell nicht nur formal rechtlich verwirklichen wollten. Ob sie dahinter auch, wie einige meinen, zu den Kommunisten zu rechnen sind? Diese Frage halte ich für geschichtlich unangemessen. Sie waren radikale, egalitäre Denker, die nicht nur die Ungleichheit unter den gleichen Freien durch die Umverteilung des Besitzes abschaffen wollten, insofern also egalitär und nicht wirklich kommunistisch, sondern die auch den Unterschied zwischen Freien und Unfreien abschaffen wollten. Ihre Vorstellung der Isonomia kennt diesen Unterschied ums Ganze nicht mehr. Zweierlei spielt dabei eine Rolle. Erstens, dass der Mensch als Mittelpunkt allen Seins sich selbst gleicht, dass also alle Menschen gleich sind, dazu zweitens die Relativierung der alten Werte. Selbst die Relativierung verstehen sie so, dass, wenn alles relativ und kein Mensch in der Lage ist, von sich zu behaupten, er besitze die Wahrheit, eben in der Konsequenz des Relativierungsprinzips die Menschen alle gleich sind. Das alte, normativ überhöhte System der politischen Teilung entfällt. Und insofern entfällt auch die Spaltung zwischen Mann, Frau, Metöken und Sklaven. Beide, Phalias vor allem, vertreten also die Ansicht, dass es zwischen Mann und Frau keinen Unterschied gibt. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte. Noch weiter geht Phalias, wenn er etwas für die Menschen damals Unerhörtes verkündet, dass es auch keinerlei Unterschied gebe zwischen den Hellenen und den Barbaren. Etwas, was tatsächlich zum Fundament der griechischen Kultur gehört. Die strikte Trennung zwischen der eigenen Kultur, der eigenen Ethnie, auch wenn diese in sich zerrissen ist. Sparta, Athen und Korinth bekämpften sich permanent gegenseitig und den Fremden. Diese strikte Trennung wird nicht mehr akzeptiert. Während die Griechen vorher alle Völker, die nicht Griechisch sprachen, schlicht und einfach Barbaroi nannten. Die Fragmente, die von diesen Linkssophisten überliefert wurden, sind äußerst spärlich. Wir haben nur Fragmente von den Sophisten, von den Vorsokratikern, und es ist klar, dass diejenigen, die sie sammelten, vor allem Aristoteles, was die Politik betrifft, den allergrößten Wert darauf legten, dieser Denker in den Augen der Zukunft in ein wenig günstiges Licht zu setzen. Von Phalias beispielsweise führt Aristoteles eine sehr alltägliche, aber im Grunde sehr sinnreiche Begründung für die Aufhebung allen Unterschieds zwischen Hellenen und Barbaroi an. Zwar räumt er richtigerweise ein, wenn die bloße Meinung ohnehin das einzige ist, wie Gorgias meint und auch Protagoras, wenn das absolute Wissen fehlt, so sind alle Meinungen gleich, so sind die Menschen, die irgendwelche Meinungen haben, auch unter sich gleich. Doch Phalias sagt eigentlich und ironischen Sinnes, was Aristoteles wahrscheinlich nicht ganz verstanden hat. Denn er war ein sehr ernster Philosoph. Schauen wir uns einmal die Barbaren an und schauen wir uns die Hellenen an. Schauen wir uns die Männer und die Frauen an. Sie essen alle mit dem Mund, sie sehen alle mit den Augen, sie hören alle mit den Ohren und sie haben alle eine Nase. Wie gesagt, leider ist viel zu wenig von diesen Sophisten und von Vorsokratikern, die tatsächlich umfangreiche Schriften hinterlassen haben, auf uns gekommen, denn die Weltgeschichte ist bekanntlich immer die Geschichte der Sieger. So sind nur die übrig geblieben, die dann als große Philosophen eine Zukunft haben dürften. Diese großen Philosophen haben Fragmente, das heißt Bruchstücke tradiert, weil sie ab und zu aus den Büchern des Demokrit, des Anaxagoras und des Protagoras zitierten. Und leider liegt unsere mangelnde Kenntnis der Sophistiker gerade darin begründet, dass nur die Gegner der Sophistik uns über sie informieren. So unterrichten sie uns über ein anderes Detail aus dem Wirken der Sophisten, aber auf eine Weise, die die Nachricht wertlos werden lässt. Aristoteles macht sich darüber lustig, dass es unter den Sophisten auch Frauen gibt, dass es also nicht nur Wanderlehrer gab, sondern auch Wanderlehrerinnen. Es ist bezeichnend, dass Aristoteles uns kein einziges Fragment von ihnen hinterlassen hat. Man könnte nun fragen, ob vielleicht auch Platons Politeia ein subversives Element enthält, weil er in der Tat gelegentlich auf die Gleichheit von Mann und Frau pocht, ebenso wie auf die Gütergemeinschaft. Beides ist wohl so missverstanden worden, wie es gewiss manchmal passiert. Jemand liest ein Buch, interpretiert sich selbst in die Lektüre hinein, veröffentlicht selbst ein Buch, und das Ganze nennt man dann Sekundärliteratur, die von da an permanent zitiert wird. Von Kommunismus kann bei Platon keine Rede sein, weil er nicht etwa sagt, dass die Güter allen gemeinsam gehören sollen. Vielmehr spricht er immer wieder von der Gütergemeinschaft
und er sagt lediglich, dass die von den Sklaven produzierten Güter nicht das Privateigentum eines Einzigen sein können. Das aber ist kein Kommunismus, denn es wäre eine seltsame Form von Kommunismus, die da wollte, dass die Sklaven arbeiten müssen und der Ertrag der Produktion dann ausschließlich den Männern und Frauen der Oberschicht gehört. Gewiss, Platon sagt an einer Stelle der Politeia etwas damals Unerhörtes, das subversiv klingen mag. Dass auch Frauen das Recht haben sollen, in den Palästen nackt Gymnastik zu treiben. Man darf nicht vergessen, dass die Frau in Athen kein öffentliches Leben besaß. Die einzigen, die öffentlich sein durften, waren, es handelte sich um eine Männergesellschaft, die Hetären. Die berühmteste war Aspasia, die langjährige Freundin des Perikles. Mit seinem simplen Satz, die Frauen haben das Recht, Gymnastik zu treiben, hebt Platon einen wesentlichen gesellschaftlichen Unterschied auf. Dass der Mann öffentlich leben kann, der Frau der Zugang zur Öffentlichkeit jedoch versperrt wird. Sie hatte in den Frauengemächern zu leben. Aber auch hier verhält es sich keineswegs so, dass Platon sagt, dies habe für alle Frauen des Volkes zu gelten. Er meint lediglich die Frauen der herrschenden Klasse, die Frauen der Könige und der Waffenträger. Aus den Waffenträgern der wehrhaften Schicht der Klasse wurden zu den 7 Königen weitere hinzugezählt. Und auf die provozierende Frage eines anderen Sophisten, den die Politeia zitiert, ob denn auch Frauen Königinnen werden dürften, antwortete Sokrates mit der berühmt gewordenen Sotise: Natürlich, in dem Moment, in dem es keine Unterschiede mehr gibt zwischen Mann und Frau, können auch Frauen Königinnen werden. Aber das bezieht sich, wie gesagt, nur auf die Oberschicht und hat nichts Emanzipatorisches, nichts Subversives. Worauf es Platon ankam, war die Absicherung der königlichen Macht. Er sah 2 große Gefahren für die Oligarchie, worin dann vielleicht doch etwas für die Gegenwart zu Bedenkendes liegt. Die erste große Gefahr war, dass Eigentum und Privileg dazu führen könnten, dass innerhalb der herrschenden Klasse Rivalitäten entstehen und dass sie zur Schwächung ihrer Macht, zum Sieg des Demos führen könnten. Platon war ein Agent der Aristokratie, das Eigentum also als Gefahr für den Machterhalt. Ein verblüffender, durchaus moderner Gesichtspunkt, aber nur deshalb, weil die herrschende Klasse arbeitslos war, weil sie in Reichtum und Überfluss lebte. Schließlich stand ihr aller von den Sklaven produzierter Reichtum zur souveränen Verfügung. Die 2. Gefahr war die Auflösung der Familie, die bei Platon eine seltsame Geschichte gehabt hat. Man spricht immer von der platonischen Weibergemeinschaft, die aber genauso gut eine Männergemeinschaft darstellt. Platon ging es jedoch um etwas ganz anderes. Er meinte, dass in der Oberschicht freie Ehe und freie Familiengründung nicht zulässig seien, dass vielmehr der Rat der Könige, eine geradezu kühne Antizipation des Rassehygienischen Instituts zu Berlin, die besten Männer und Frauen für die Paarung auszuwählen habe, die dann die Pflicht hätten, Kinder zu zeugen. Die Auflösung der Familie bestand daher keineswegs darin, dass die Könige bestimmen sollten, wer mit wem sich zu paaren hatte, sondern, ein viel wichtigeres Prinzip, sie bestand in der Gemeinschaft der Kinder. Nicht also Weibergemeinschaft, sondern Kindergemeinschaft. Die Kinder sollten ihre Eltern nicht kennen dürfen, sie gehörten vielmehr der gesamten Oberklasse, das heißt dem Kollektiv der Herrschenden. Dies keineswegs der Isonomia willen und nicht, um die ökonomische Ungleichheit aufzuheben, sondern wegen der möglichen Gefährdung der Konsistenz der Macht durch die Erbstreitigkeiten der Kinder und wegen des Wunsches der Eltern, ihrem Nachwuchs noch mehr Macht zu verschaffen. Auch hier ist keine Subversion im Gange. Die Geschichte des politischen Denkens allerdings ging schon damals über Platon und Aristoteles hinaus, selbst wenn man bedenkt, dass es immer noch Theoretiker der Politik gibt oder Politiker, die ernsthaft an Aristoteles Politika festhalten, als sei sie die definitive Wissenschaft des politischen Lebens. Wer das Buch liest, wird davon geheilt sein. Es findet sich darin zum Beispiel diese schöne Begründung der Herrschaft des Mannes über die Frau, eine Rechtfertigung voller logischer Konsequenz, denn diese Leute konnten wirklich logisch denken. Es ist doch gut, es ist immer gut, wenn das Bessere, nicht der Bessere, das Bessere, über das Schlechtere herrscht. Und da der Mann bekanntlich das Bessere sei, sei es für die Frau sehr gut, von den Besseren beherrscht zu werden. Noch etwas also bei Aristoteles, was mit der Subversion weniger als nichts zu tun hat. In der Eliminierung der Trennung zwischen Hellenen und Barbaren, so lässt sich zusammenfassen, kündigt sich das Ende der attischen Kultur an, die ihre Identität trotz aller Bürgerkriege
einzig und allein in der Abgrenzung gegen die Barbaren fand. Die größten Barbaren waren die Perser, und Alexander, genannt der Große, steht schon vor der Tür, wahrscheinlich der einzige Politiker, der diesen Namen je verdient hat. Durch seine Politik wollte er endgültig die Trennung zwischen Hellenen und Nicht-Hellenen aufheben. Deshalb seine berühmt gewordene Vermählung mit einer indischen Prinzessin. Sein Ehrgeiz war es, zwei verschiedene Kulturkreise miteinander zu verlöten und zu versöhnen. Aber es steht auch etwas anderes vor der Tür. Die fundamentale Absage an die Politik überhaupt. Die unbedingte Absage an die Macht, die wir bei den Epikureern, bei den Stoikern und bei den Kynikern finden werden. Sie vertreten die sogenannte hellenistische Philosophie, die nachattische Philosophie, und sie bilden gewissermaßen die Brücke zur späteren Denkweise des Christentums. Gewiss hat das Christentum sehr wenig und eigentlich gar nichts von Epikur übernommen. Von den Kynikern könnte die Askese stammen, von den Stoikern dagegen hat sich das Christentum viel angeeignet. Ein Abo der Zeitschrift Kontext 21 kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.